Ich hatte den Impuls, heute noch einmal live zu gehen. Also erstmal heute vor einer Woche sind wir gestartet, um das Ganze auch noch mal irgendwie rund zu machen und wollte euch gerne noch drei Dinge mitgeben, die wichtig waren, die für mich damals wichtig waren, als ich mich auf den Weg gemacht habe. Und ich glaube, ja, einfach nur, damit das noch mal so ganz klar ist, also ne, ich bin ja auch mal an einem Ort gestartet, wie gesagt, wo ich sehr resigniert war in Bezug auf Sexualität und in Bezug auf Partnerschaft, wo ich nicht wusste, wie das geht, wie das für mich geht, ob das so geht, wie ich mir das wünsche, obwohl ich in einer Beziehung war. Und ich möchte dir gerne drei Schritte mitgeben und vor allen Dingen auch nochmal drei, ja, für deinen Verstand einfach so drei Tricks, drei Tipps, wie es vielleicht schneller gehen kann und dass du einfach nicht so ewig lange warten musst, wie ich das gemacht habe. Hallo Claudia, guten Abend, schön, dass du da bist. So, und wie gesagt, ich habe jetzt von euch nichts gehört. Dadurch, dass ihr mit mir kommuniziert, gehe ich davon aus, dass ihr mich gut hören könnt. Und Enrico, sag auch gerne Bescheid, wenn es irgendwie stottert oder wieder hängt, ja? Super, okay, perfekt. Genau. Also ich möchte mit dir auf drei ganz wichtige Punkte eingehen für ein erfülltes, sinnliches Liebesleben, aber auch insgesamt in Bezug auf ein erfülltes Leben. Und welche Schritte du da gehen darfst und kannst. Und die sind nicht im Workbook. Das heißt, wenn du dir was mitschreiben möchtest, dann nimm dir einen Stift und ein Blatt Papier. Und ansonsten hör einfach gerne zu. Es geht darum, dass du einfach gedanklich mit mir die Reise antrittst. Und der allererste Punkt ist wichtig zu erkennen, dass es darum geht, dass du anfängst, Entscheidungen zu treffen im Hier und Jetzt und Heute anhand von dem Ergebnis, was du haben möchtest. Und nicht anhand von dem Ergebnis oder von dem, was du gerade erlebst. Und einfach dazu noch mal ganz kurz dieser psychologische Hintergrund. Wenn wir Entscheidungen treffen, ja, also auch in der Wissenschaft von Entscheidungsfindung und warum Menschen Entscheidungen treffen und wie sie Entscheidungen treffen, dann treffen die allermeisten Menschen Entscheidungen angstbasiert. Beispiel für mich selber. Ich bin jahrelang in meiner Beziehung geblieben mit dem Papa von meinen Kindern, weil ich wahnsinnige Angst hatte, weil ich Verlustangst hatte, weil ich Angst hatte auch, dass ich nie wieder einen anderen, nie wieder so einen tollen Partner finden würde. Ich bin nicht aktiv den Weg gegangen, mich wirklich, wirklich für meine Sexualität oder für das Thema Sexualität so zu committen, wie eigentlich schon, als ich, wie gesagt, mir war das schon klar, als ich 18 war. Aber ich habe es nicht gemacht aus einer Angst heraus, was das heißt, was das über mich aussagt, was das für mein Leben bedeutet. Ja, es gab einfach diese ganzen Ängste, dass Sexualität halt doch irgendwie was Anrüchiges, Schmutziges oder Gefährliches ist. Das heißt, das ist auch was, wo ich mich ganz, ganz lange von meiner Angst habe zurückhalten lassen. Ich habe, keine Ahnung, ich meine, ich wollte ja immer mal auch beispielsweise, ne, also wenn ich jetzt an Klientinnen und Klienten denke, ich habe eine Klientin, die wollte total gerne mal auf so eine Party gehen, auf eine erotisch-sinnliche Party in so einen Swingerclub. Das hat sie sich halt voll lange nicht getraut, weil sie einfach dachte, das ist total cringe, wie meine Tochter sagen würde. Das ist voll seltsam. Und es gab einfach eine Riesenangst, weswegen sie es nicht gemacht hat. Ich kenne Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben in einer Beziehung beim Dating und dann halt nie wieder daten aus der Angst heraus. Also getrieben, sie treffen Entscheidungen aufgrund von der Angst. Aufgrund von der Angst von einer schlechten Erfahrung, aufgrund von der Angst vor einem unerwünschten Ergebnis. Und wir haben am Tag, wo wir auch über Hemmungen und Blockaden gesprochen haben, haben wir darüber gesprochen, natürlich, das ist die Aufgabe von deinem Verstand, sich Ängste zu machen. Aber die Sache ist die, dass wenn du ein Leben gesteuert durch deine Ängste lebst, dann wirst du immer ziemlich unter den Möglichkeiten spielen. Ein sicheres Leben, ein sicheres, absehbares Leben ist vielleicht nicht zwangsweise langweilig, aber es ist nicht unbedingt das Leben, wo man riesen, riesen Entwicklungsschritte macht. So. Und die allermeisten Menschen treffen Entscheidungen angstbasiert. Angstbasiert, ne, ich meine nochmal, das betrifft auch andere Lebensbereiche. Ja, das betrifft vielleicht auch finanzielle Entscheidungen. Das betrifft auch zwischenmenschliche Entscheidungen. Wenn ich das und das, wenn ich Freunden sage, wie es mir ehrlich mit ihnen geht, dann gibt es Stress. So. Und das heißt, die eine Möglichkeit ist, dass du angstbasierte Entscheidungen triffst. Und wenn du angstbasierte Entscheidungen triffst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Leben und Liebesleben sich wirklich intim, genüsslich und großartig entwickelt, ist sehr, sehr gering. Punkt. Ich hoffe, dass ihr da mit mir seid. Oder du kannst anfangen, Entscheidungen zu treffen anhand der Zukunft, nach der du dich sehnst. Ja, also basierend auf dem Ergebnis, was du haben möchtest. Du kannst anfangen, Entscheidungen zu treffen, basierend auf dem Ergebnis,
was du dir erwünschst. Also mit sozusagen mit der Aussicht auf den Gewinn, den du haben kannst. In meinem Fall war das die Aussicht, beispielsweise Orgasmen erleben zu können. Die Aussicht darauf, vielleicht noch eine viel, viel tollere Beziehung entwickeln zu können, als die, die ich hatte. Der Aussicht darauf, überhaupt mich selber gut kennenzulernen, meine eigenen Bedürfnisse kennenzulernen. Der Aussicht darauf, meiner Neugier gefolgt zu sein und einfach nur für mich, ja, für meine persönlichen Bedürfnisse eingestanden zu sein und daraus halt auch selbstbewusster und in mir gefestigter zu werden. Und nochmal, also Menschen, die ihre Entscheidung angstbasiert treffen, und das betrifft so Dinge wie das nächste Mal, wenn du jemanden triffst, den du anziehend findest, traust du dich das anzusprechen, ja? Das nächste Mal, wenn beim Sex irgendwas sich unstimmig anfühlt, triffst du eine Entscheidung aufgrund von der Angst und machst halt weiter wie bisher? Oder triffst du eine Entscheidung basierend auf dem Wunsch, eine noch viel schönere Erfahrung zu haben? Und das ist für die meisten Menschen sehr, sehr ungewohnt. Und wenn du Entscheidung anfängst, basierend auf deinem erwünschten Ergebnis zu treffen, kann ich dir versprechen, wird alles, alles besser, weil du dann überhaupt die Möglichkeit hast, dein Leben zu verbessern, dein Liebesleben zu verbessern. Du hast die Möglichkeit, ein Leben zu erschaffen, nach dem du dich sehnst. Und nochmal, es gibt Menschen, die kommen aus total traumatischen Erlebnissen. Es gibt Menschen, die kommen aus sehr schwierigen Kindheitsumfeldern. Es gibt Menschen, die ja vielleicht auch im Alter von 20 oder 30 oder 40 noch keine großen Erfahrungen in Liebesleben, in puncto Liebesleben haben. Aber wenn du als Referenz nimmst, das, was du hast, den Status quo sozusagen, dann ja, wird es vermutlich sich nicht in die Richtung bewegen. Und es geht so ein bisschen darum, auch den Sprung zu wagen in das Unbekannte und anzufangen, darauf zu vertrauen, dass, wenn du durch die Ängste durchgehst, auch darüber haben wir gesprochen, dass einfach das Ergebnis am Ende auf dich wartet, was du dir ersehnst. Ich muss mal ganz kurz gucken, ich habe mir wieder hier so 20.000 Notizen und Dinge, aber schreib mir doch gerne auch mal in die Kommentare, kennst du das, angstbasierte Entscheidungen zu treffen, und kennst du das auch, Entscheidungen zu treffen, und lasst es uns auf Sexualität und Partnerschaft beschränken, kennst du es auch, Entscheidungen zu treffen, wo du dich mal getraut hast, weil du einfach gemerkt hast, eigentlich möchte ich was anderes. Und das ist, wenn ich immer weiter im Alten spiele, in diesem Ball flach halten, Dinge nicht sagen, dann habe ich halt immer das gleiche Ergebnis. So, ich gucke jetzt mal. Genau, und zum Beispiel, also ich meine, ich habe damals auch angefangen, ne? Ich habe mir einen Mentor gesucht. Ich bin in Jahrestraining gegangen, vor dem ich Angst hatte. Ich habe angefangen, Dinge zu machen, vor denen ich wahnsinnige Angst hatte, weil ich wusste, dass mir das gut tut und weil ich damit Ergebnisse erziele oder die Hoffnung hatte, damit anzufangen, Ergebnisse zu erzielen, die viel besser sind als das, was ich habe. Und wir haben darüber gesprochen, wenn du was wachsen möchtest, dann musst du deine Komfortzone verlassen. Punkt. So. Genau, und auch zu gucken, also meine Erfahrung ist einfach, Menschen, die Entscheidungen aus einer Angst heraus treffen, auch zum Beispiel jetzt Menschen, die sagen, ich muss jetzt unbedingt ins Mentoring, weil sonst verpasse ich was, so, oder ich muss jetzt unbedingt, keine Ahnung, also wenn du angstbasierte Entscheidungen triffst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ergebnisse, die du erzielst, dass die schlechter sind, dass du schneller enttäuscht bist, dass du einfach auch schneller zweifelst, als wenn du festhältst, wenn du diesen Nordstern hast von, ich weiß, wo ich hin will. Und das ist dann meiner Erfahrung nach, also wenn du wirklich innerlich Ja sagst, so Ja zu der Veränderung und Ja zu der Sehnsucht und Ja zu der Freude und der Vision, dann kann auch Transformation ganz, ganz schnell passieren, weil du dann anfängst, wirklich wie so deinen eigenen Schatten zu überholen. Enrico hat gerade geschrieben, dass er das auch kennt, Angst- und Sicherheitsorientierung, ja. Ja, total, das kenne ich auch total, Marian, ja. Genau, und es, klar, nochmal, es gibt Ängste, die machen Sinn. Ja, ich finde zum Beispiel, es macht total Sinn, nicht mit jeder x-beliebigen Person, die man nicht gut kennt, unverhüteten Sex zu haben. Das ist eine Angst, die macht Sinn. Es macht Sinn, nicht alkoholisiert Auto zu fahren, weil man Angst hat, vielleicht sich selber oder vor allen Dingen auch, also nicht vor allen Dingen, sich selber oder einem anderen Menschen zu schaden. Und das sind Ängste, die machen Sinn. Aber die meisten Ängste, die wir haben, machen vermeintlich Sinn für unseren Verstand, aber dienen uns nicht in unserem Wachstum. So. Und wenn du dich durch deine Ängste zurückhalten lässt, dann triffst du auch eine Entscheidung, und du triffst die Entscheidung sozusagen auch gegen
dagegen, den Lustgewinn zu erreichen und eigentlich das Ergebnis und Ziel zu erreichen. Und die allermeisten Menschen, die ich kenne, spielen wahnsinnig unter ihren Möglichkeiten, halten sich wahnsinnig zurück aufgrund von gesellschaftlicher Konditionierung, aufgrund von dem ganzen Quatsch, den wir gelernt haben. Aber es hilft dir nicht. Und für ein großes, glückliches Leben braucht es einfach einen bewussten Umgang mit der Angst und anzufangen, diese Angst bewusst wahrzunehmen, aber im gleichen Maß auch bewusst Ziele zu stecken und zu sagen, wenn ich dahin will, dann gehört dieser Schritt jetzt dazu. Ja, genau. Das heißt also, dass du anfängst, Entscheidungen zu treffen. Das ist mein erster Tipp, dass du anfängst, in der Tiefe Entscheidungen zu treffen. Und das nächste Mal, wenn eine Situation ist, wo du Angst kriegst, dass du innehältst und sagst, okay, wenn ich jetzt eine Entscheidung, wenn ich jetzt mich verhalte, basierend auf dem Ergebnis, was ich haben möchte, ne, beispielsweise, ich möchte wieder eine tiefe Verbindung mit meinen Eltern haben. Ich wünsche mich nach einer Verbindung mit meinem Partner. Aber ich habe Angst, deswegen lasse ich mich von meinem Stolz zurückhalten oder was auch immer. Ja? Also, dass du anfängst, ein höheres Bewusstsein zu entwickeln als diese Angst, die dich klein hält. Und und dass du einfach dafür gehst, dass du, wenn du merkst, da ist ein Calling, dass du anfängst, dafür zu gehen und zu springen und zu machen, weil dahinter dein Wachstumspotenzial lauert, winkt, wie auch immer du das formulieren möchtest. Und ich möchte dich einfach ermutigen, durch deine Ängste zu gehen. Und meine Erfahrung ist, also das habe ich auch gesagt, es ist ein Mutmuskel, du trainierst es und ich merke, umso öfter du mitkriegst auch, das ist ja was, was du lernst, boah, ich hatte Angst und ich habe es verändert und ich wurde, vielleicht war es auch kurzfristig anstrengend, aber langfristig bin ich belohnt worden. Also meine jetzige Partnerschaft ist trillionenmal besser als die Beziehung damals vor 15 Jahren, wo ich so drin festgehangen bin. Aber ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich war so beschränkt. Mein jetziges Leben insgesamt ist 1000-mal besser. Von meinen ganz vielen meiner Klienten, die aufhören, ja, ich meine, ihr habt ja auch viele Berichte gehört. Ich glaube ich zumindest, ne? Also der eine Klient, der auch, also mehrere, die einfach beispielsweise bei ganz vielen Challenges drin waren und einfach so eine Angst hatten, auch sich zu zeigen, sich zu committen. Und es kann sich verändern. Und ich glaube wirklich auch auf die Gefahren, dass das so ein bisschen ESO klingt, dass das Universum zuhört. Und wenn das Universum mitkriegt, dass du dich committest, dass du sagst, ich gehe dafür, ich will das jetzt, wirklich in der Tiefe, ich will das jetzt trotz meiner Ängste, das ist mein Nordstern. Ich möchte ein sexuell freier, erfüllter Mensch werden und diese Pipi-Kacki-Pups-Kack-Level, auf dem ich spiele, dient mir nicht, dann kriegst du Möglichkeiten. Und es ist auch dieses, sich aufzumachen für die Fülle. Und ich finde, das hat ganz viel mit Sexualität zu tun. Und meine Erfahrung ist, dass Menschen, die anfangen, einen Zugang zu finden zu ihrer sexuellen Energie und anfangen, körperlich aufzumachen und auch durchlässiger zu werden und mehr auch zuzulassen, sich bewegen zu lassen von den Dingen, die da sind und auf sie zukommen, anstatt wegzurennen oder zu kämpfen, dann tun sich ganz viele Möglichkeiten auf. Noch mal ihr kurz, ne? Aber you get the point. Und ich, also das nächste Mal, wenn ich habe solche Angst, Fehler zu machen, genau. Und lässt du dich von dieser Angst zurückhalten? Und natürlich, also ich kann das total gut verstehen, Marian, ich glaube, das hat jeder Mensch hat Angst, weil wir auch in so einer Kultur leben, wo Fehler, die sehr fehlerunfreundlich ist. Und das hat ja auch viel mit Wert und bin ich dann noch geliebt und, ne, und so weiter zu tun, aber da dafür zu gehen. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ist, dass du anfängst, und es ist so ein bisschen, es geht in dieselbe Richtung, aber dass du anfängst, und ich rede ganz viel davon in meiner Arbeit, aber es ist für mich, es ist fundamental, dass du anfängst, an Wunder zu glauben. Dass du anfängst, auch egal, ne, was deine Vergangenheit war, egal welche Erfahrungen du bisher hattest, dass du anfängst, an Wunder zu glauben, weil und deine und dich nicht mehr zufrieden gibst mit einem realistischen Leben. So, es ist nicht realistisch. Also ne, deine Realität ist ja aufgrund der Erfahrung, die du bisher gemacht hast. Und ich meine, ich hatte das erste Mal, glaube ich, Sex mit 15 und hatte das erste Mal einen Orgasmus beim Paarsex mit 30. Also das war für mich nicht sehr realistisch. Das Ziel, das mal erleben zu können, war basierend auf meiner Erfahrung, die ich hatte, war das total unrealistisch. Aber ich habe es hat ein Jahr gedauert, bis ich, nachdem ich die Entscheidung getroffen hatte von, ich kümmere mich jetzt um meine Sexualität, ich will das jetzt lernen und ich gehe dafür, ich suche mir Lehrer und ich gehe die Schritte und was auch immer die sagen, ich probiere das aus. Und dann hat es ein Jahr gedauert. Und was ist ein Jahr verglichen mit 15 Jahren, wo es nicht geklappt hat, oder was ist ein Jahr verglichen mit vielleicht weiteren 30 Jahren, die ich Sex gehabt hätte und es wäre
nicht gekommen wäre, beispielsweise beim Sex. So, ja. Und dass du also anfängst, an Wunder zu glauben, dass du, ich möchte, dass du groß denkst. Es gibt keine Garantien. Es geht darum zu springen. Es geht darum, an was Größeres zu glauben. Aber was ich weiß, ist, dass Realismus, der killt halt. Der killt einfach den Funken schon, oder der killt den Funken, bevor es sich in eine Glut und bevor es sich in Feuer umwandeln kann. Und ich habe euch das schon erzählt, dass ich ganz viele Klienten habe, die beispielsweise auf Partnersuche waren und immer nur Scheißerfahrungen gemacht haben. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte, dass du dich hinsetzt, ich möchte, dass du deine Vision entwickelst, dass du ganz klar kriegst, was dein Ziel ist, was du willst und dich dafür aufmachst, dass es dann angefangen hat zu funktionieren. So, und das ist dieses, an Wunder zu glauben. Wenn du aber anstattdessen auch da wieder dich durch deine Sorgen in deine Abwärtsspirale hältst, dann wird die Energie oder wie auch immer du das betiteln möchtest, du fängst nicht an aufzumachen und rauszugehen. Und das Ego möchte immer eine Garantie, der Verstand möchte immer eine Garantie, der Verstand möchte immer die Sicherheit, ganz genau, Enrico, lebe groß, träume groß. Und das sollen echt keine abgeschmackten Küchensprüche hier sein, so, die man sich so an Magneten an den Kühlschrank hängt, sondern schaut doch mal, allein ich jetzt, ich meine, ich bin mal gestartet irgendwie mit meinem Bürojob, inzwischen bin ich irgendwie Unternehmerin, ich habe mich selbstständig gemacht in was, was ich liebe. Und das war, natürlich bin ich dadurch 1000 Ängste durchgegangen, aber es ist so viel besser. Ich habe meine letzte Partnerschaft mit jemandem, den ich wirklich geliebt habe, aber wir haben einfach gemerkt, das ist es nicht, wir wollen unterschiedliche Sachen. Und diesen Schritt auch zu gehen, zu sagen, wir trennen uns bewusst und machen uns auf für etwas, was noch viel, viel besser passt. Und ich glaube daran, dass es das geht, dass das möglich ist, trotz dieser schon sehr guten Beziehung. Und bei mir ist bisher jede Partnerschaft, es ist, also seitdem ich so bewusst daran gehe, es ist immer besser geworden. Es braucht manchmal länger, als man denkt. Ja, und da spielen dann wieder die Ungeduld und keine Fehler machen wollen. Und es muss jetzt aber sofort klappen und Leistungsdruck und es muss jetzt alles sofort perfekt sein. Und du darfst üben und du darfst Fehler machen und du darfst an Wunder glauben. Und wenn du daran glaubst, dann wird es sich, und die Schritte gehst, also nicht nur ich sitze da und manifestiere auf meinem Vision Board, sondern ich gehe natürlich auch in die Umsetzung. Ich gehe Schritte dahin, ich mache mich auf für die Möglichkeiten. Aber ich möchte, dass du kein realistisches Ziel hast. Ich möchte, dass du groß denkst. Enrico hat es gerade schon gesagt, dass du deinen Standard nicht runterfährst, sondern eher hochfährst. Und dann kannst du wachsen und dann kann deine Partnerschaft geiler werden, deine Sexualität kann geiler werden und dass du anfängst, dich zu begeistern für die Reise, ja, für die Reise dessen, was du werden kannst und was du leben kannst und was du fühlen kannst. Und es wird passieren. Und schreib mir auch da mal, hast du schon mal angefangen, wirklich an Wunder zu glauben oder hast du schon mal Wunder erlebt? Das würde mich noch interessieren. Und hast du auch schon mal ein Wunder erlebt in Bezug auf Partnerschaft, in Bezug auf Sexualität, in Bezug auf Körperlichkeit? Und das sind die Dinge, ich möchte, dass du dich an den Wundern festhältst und nicht an den kulturellen Narrativen, warum irgendwas nicht geht. Alle großen Visionäre, alle Menschen, die echt was umgesetzt haben in ihrem Leben, da hat keiner von denen realistisch gedacht, also die wenigsten, sondern die haben große Visionen gehabt und die haben sich nicht von ihrem Pfad abbringen lassen. Ja, durch deine Challenge habe ich das Wunder erlebt. Rahel, danke schön. Und ich weiß, genau, du hast ja gesagt, ne, dass du einfach viel tiefer mit deinem Partner allein durch die Challenge in Kontakt gekommen bist. Und das geht, wenn du anfängst, auch dich, wie gesagt, für das Thema Sexualität zu öffnen und zu sagen, ich möchte das jetzt leben, atmen, verstehen, für das Thema erfüllte Beziehung. So, und daran glaubst, dass das, was du erlebst, dass das noch nicht alles war. Und das ist es nicht. Es geht immer höher. Und nochmal, mir geht es nicht darum, immer dieses höher, schneller, weiter, sondern dieses, es geht noch viel mehr aus dem Wissen heraus, dass es noch besser geht, noch schöner geht. Und ich spreche oft darüber, ich meine, ich komme aus den Naturwissenschaften, ich habe mich viel mit Botanik und Biologie auseinandergesetzt und ich glaube, das ist unser Design, wie wir angelegt sind, dass es besser wird als die vorige Version. Ja, das ist Evolution. Es soll besser werden und es ist immer eine Entwicklung ins Unbekannte. Das kann dir keiner vorher sagen. Also Schritt 1 war, fang an, bewusste Entscheidungen zu treffen anhand der Zukunft, die du möchtest und nicht anhand der Realität oder dessen, was du gerade erlebst. Der Schritt Nummer 2, das geht in dieselbe Richtung. Es geht einfach daran, dass du anfängst, wirklich groß zu fühlen und wirklich groß zu glauben. Und dass du dir auch Orte suchst, Menschen suchst, ein Umfeld suchst, das Wissen suchst, die Tools suchst, mit denen du das umsetzen kannst. Und ich habe bei allem, was ich lernen wollte, irgendjemand hatte gefragt, ja, wie lernt man dominant zu sein?
ich bin halt zu einer Domina gegangen und habe gesagt, ich will lernen dominant, also ich will lernen, ich will dieses Thema lernen, ich bin in Workshops gegangen. Also das ist so, fang an in die Umsetzung, such dir ein Lernfeld, wo Leute sind, die groß denken und nicht Leute sind, die sagen, ja, was willst du, also Kind, was hast du denn jetzt schon oder hier X oder irgendein Partner, der dich zurückhält oder deine Familie oder, ne? Also die Magie ist, dass du anfängst, dass du es für möglich hältst und wenn du daran glaubst, dann ist es möglich. Wenn du es denken kannst, if you can hold it in your head, you can, if you can hold it in your mind, you can hold it in your hands. Wenn du es hier oben halten kannst, halten kannst, halten kannst und hier im Leben die Schritte gehst, dann kannst du es möglich machen. Du kannst Orgasmen haben, du kannst eine geile Beziehung haben, du kannst noch viel mehr in dir spüren, du kannst Trauma überwinden, du kannst schwierige Erfahrungen überwinden, du kannst ein glücklicherer, gelassenerer, entspannterer Mensch werden. Du kannst mehr Tiefgang erleben, du kannst dich selber besser kennenlernen, du kannst sexuelle Räume betreten, von denen du noch nicht wusstest, dass es sie gibt. Das kann ich dir sagen, ich verspreche es dir, ich weiß das, das geht. Aber es fängt damit an, dass du dran glaubst und dass du das für dich für möglich hältst. Und dich da einfach auch committest und natürlich deiner Neugier folgst, aber auch die Disziplin aufbringst. Ja, zum Beispiel der gute Enrico, du bist ja hier heute auch wieder mit dabei. Enrico, du hast jetzt schon ganz viele Challenges miterlebt. Und ich finde zum Beispiel diese Challenge jetzt, das war die beste. Das war die bisher beste Challenge. Und ich glaube, es war die 5., 6. Ich müsste da mal nachgucken. Also ich habe viele von diesen Workshops gegeben und es ist jedes Mal besser geworden. Und dazwischen gab es natürlich Situationen, wo es kacke gelaufen ist, wo die Technik abgeschmiert ist, wo, weiß der Kuckuck, aber ich habe dran geglaubt, dass es das nächste Mal noch geiler und noch besser werden kann. Und ich bin dafür aber auch gegangen. Ja, und also mit meinem jetzigen Partner, auch in dieser Beziehung, wir haben auch beide gesagt, wenn wir irgendwas, wann das Gefühl haben, dass wir an eine Wachstumsgrenze miteinander stoßen, dass wir auch beide die Freiheit, also diese innere Freiheit haben, uns da freizugeben und zu sagen, ne, ich liebe dich von ganzem Herzen, lass gucken, was noch schöner sein könnte und darin einfach sich auch zu unterstützen. So, also die Zusammenarbeit mit anderen Menschen dafür, die, weil manchmal ist, fällt es einem so schwer, das Große zu halten, wenn du es noch nicht erlebt hast, die Magie und das Große und diese krasse Transformation und wenn du noch so verhaftet bist in der Kultur und in dem, pass auf, aber sei vorsichtig und jetzt dies und jetzt das, wenn du es gewohnt bist, viele Jahre sehr in deinem Kopf zu sein und wenig in diesem Körper, wo so viel Wunder und Magie möglich ist, dann ist es hilfreich, dir eine Mentorin, einen Mentor, ein Lernfeld zu suchen, wo andere Menschen den Weg schon gegangen sind, wo du immer wieder tagtäglich Vorbilder hast. Und natürlich wird dich das manchmal abkotzen, weil du denkst so, scheiße, wieso sind die schon da und ich noch nicht beispielsweise? Aber es geht, es ist möglich. Denk groß und such dir Menschen, die groß denken. Jetzt muss ich mal gucken. Best of the best, Britta. Enrico. Ja, die war gut, ne? Die ist echt, sie ist geflowt. Das war, hat Spaß gemacht. Dritter Punkt. Und es greift ineinander. Aber für mich hat sich echt viel verändert, nachdem ich angefangen habe, in die Verantwortung zu gehen. Dass du anfängst, wirklich, wirklich in die Verantwortung zu gehen. Und ich sage nicht, dass das cool ist. Ja, weil natürlich halten wir uns gerne an unseren ganzen Geschichten auf, warum alles so ist, wie es ist. Und dann hatten wir da die schwierige Erfahrung. Und dann war unser Elternhaus so und so. Und dann ist das und das. Und jetzt auch die aktuelle Ist-Situation. Und es ist ja alles so schwierig. Und dann ist aber kein Geld da. Und dann ist aber nicht der richtige Partner da. Und dann sehe ich ja noch nicht so aus, wie ich aussehen möchte. Und dann habe ich ja noch keine Orgasmen. Und diese ganze Geschichte, dieser, wenn du die Zeit, die du da rein investierst, dich klein zu halten, da rein investieren würdest, groß zu fühlen und groß zu denken, und das ist eine Praxis und das ist eine Disziplin, dann genau, kannst du einfach anfangen, in deine Kraft und in deine Verantwortung zu kommen. Und von außen, jeder wird dir immer reinreden wollen und sagen wollen, wie was zu sein hat. Ja? Meint ihr, wie oft ich mit meinem Partner hier Diskussionen habe über, weiß der Kuckuck, wie jetzt die Challenge zu laufen hat, wie jetzt in unserer Beziehung, wie dies, wie das. Meine Eltern waren gerade da jetzt am Wochenende auch. Wochenende. Die waren jetzt die letzten Tage da. Ne? Und die mir auch sagen, ja, aber hier und da. Es wird Menschen geben, die dir sagen, wie du aussehen sollst, wie du denken sollst, wie du fühlen sollst, was du machen sollst, wie du sexuell handeln sollst. Und das ist, ja, und das ist Wurst. Es geht darum, dass du anfängst, in deine Verantwortung, in deine Kraft, in deine Integrität, in deine Lust. Und deswegen ist Lust da so ein toller Schlüssel,
weil du weißt, ob es dir Lust macht oder nicht. Du fühlst das ja, du fühlst das ja in dir. Und selbst wenn dein Verstand sagt, wir finden das doof, dein Körper weiß, ob du es toll findest oder nicht. Und ich möchte gerne, dass du anfängst, in die Verantwortung zu gehen, dein lustvollstes Leben zu schaffen. Ich glaube, dass Libido und Sex, ich meine, das sind beides, also auch Geld und Sex, wenn man jetzt in der Chakrenlehre denkt, das ist beides im zweiten Chakra, im Sex Center, dieses Fülle, sich zu öffnen für Lust, sich zu öffnen für, da geht noch mehr, das macht mir Spaß, das nährt mich. Und dieses Thema wurde in der Welt so tabuisiert, dieses Ganze, und deswegen, wenn du Menschen von ihrer Sexualität und von ihrer Lust abkattest und sie beschämst, dann machst du sie so klein und so manipulierbar und so beeinflussbar und du nimmst ihnen im wahrsten Sinne des Wortes ihre Kraft. Und was ich möchte, ist, dass du anfängst, in diese Kraft zurückzugehen, in diese Selbstverantwortung zurückzugehen und einfach zu sagen, ich möchte mehr. Ich möchte mehr, weil ich in mir fühle, dass mehr geht. Ich möchte mehr Lust, ich möchte mehr Genuss. Ich erlaube niemandem mehr, mir zu sagen, wer ich bin und was ich nicht bin, sondern ich lerne mich kennen und ich umgebe mich mit Menschen, die an mich glauben. Auch da wieder, es ist echt dieses, ja, lebe das Leben, was du leben willst, lebe die Sexualität, die du leben möchtest, folge den Fetischen, die dir gefallen, committe dich und du kannst der Sexgott oder die Sexgöttin werden, du kannst der wilde, freie, lustvolle Mensch werden und es wird sich auf alle anderen Lebensbereiche rüberspiegeln. Wenn du anfängst, dich für deine innere Lust und Fülle zu öffnen, Baby, ich meine, das kriegst du ja selber mit, Leute, die juicy sind, die sinnlich sind, die offen sind, die strahlen, das ist auch wahnsinnig anziehend. Es ist einfach wahnsinnig anziehend, wenn jemand in seiner Kraft ist. Und meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen gerne also halt nicht in die Verantwortung gehen wollen, ja, weil in die Verantwortung gehen heißt ja auch Arbeit manchmal und das heißt ja auch alte Bilder und alte Geschichten, die wir uns so lange erzählt haben. Und es kann manchmal ganz schön hart sein, auch zu erkennen, wie lange man sich selber klein gehalten hat oder an oder zugelassen hat, dass die Geschichten anderer Menschen und die Meinungen anderer Menschen einen klein halten. So. Und ich vertraue, also ich hoffe, dass du mir vertraust, dass wenn du es dir selber wert bist, du kannst alles werden, was du möchtest. Du kannst deine bestehende Beziehung zu deinem Körper, zu deinem Partner, zu anderen Menschen, zu Sexualität verändern. Und die Ergebnisse kommen, wenn du anfängst, in deine Selbstverantwortung zu gehen. Es geht gar nicht anders. So. Und meine Erfahrung ist einfach, alle meine Klientinnen und Klienten, die anfangen, selbstbewusst und selbstverantwortliche Entscheidungen zu treffen und wirklich zu sagen, ne, und ich, ne, sie fangen an, sich zu entscheiden, sie fangen an, groß zu fühlen, sie fangen an, ihr Ziel klar zu kriegen und sie gehen in die Verantwortung und in das Commitment, auch die Schritte zu gehen, auch wenn das manchmal schwierige Schritte sind. Siehe wieder vom Beispiel der Musik. Ja? Ich muss die Tonleiter halt 20 Mal tippen, 20 Mal üben oder Autofahren lernen. Das sind alles, das sind Lernprozesse. Aber was Marian auch gesagt hatte, ne? Also wenn ich halt Angst habe, Fehler zu machen und mich davon, was ja auch nur eine aufgestülpte Stimme ist, zurückhalten lasse, dann wird es schwierig. Und meine Erfahrung ist einfach, dass diese drei Mindset-Tools, dass wenn du die anfängst zu nutzen, dass einfach dein Liebesleben, dein Leben insgesamt sich verändert. Es wird, ja, wenn du, also einfach dafür zu gehen, anzufangen, dafür zu gehen. Gib mir doch mal ein Feedback, gerne auch, ob es noch Fragen gibt, ob du das, kannst du das spüren? Kannst du die Wahrheit dahinter spüren? Kannst du, oder es ist zumindest ist es meine Wahrheit. Und ich mache das, wie gesagt, immer wieder, dass ich innehalte und reinfühle, welche Entscheidung muss ich jetzt treffen mit der Aussicht, wenn ich aufhöre, mich von der Angst zurückzuhalten, wie kann ich noch größer fühlen und denken, schaffe ich das, an noch mehr Entwicklung und Wunder zu glauben und was muss ich tun, wenn ich in die Verantwortung gehe, dass ich in allerersten Linie ich der Mensch bin, der das haben möchte und für mich umsetzen darf.
Und wenn du diese Schritte gehst, dann wirst du automatisch, du wirst selbstbewusst, du erzielst immer mehr die Ergebnisse, die du dir, also du kommst ja immer mehr in deine Kraft. Und das ist das, was ich dir einfach noch mitgeben wollte. Diese Schritte sind die Dinge, die ich für mich rausgefunden habe. Und der erste, es kann sein, dass du die erste oder der erste in deiner Familie wirst, die irgendwas Bestimmtes umsetzt. Vielleicht wirst du die erste Frau, die frei fließende Orgasmen beim Sex hat oder mal wieder seit langer Zeit die erste Frau. Vielleicht wirst du der erste Mann, der polyamore Beziehungen lebt, wenn du das möchtest, oder die erste Frau. Vielleicht wirst du der erste aus deiner Familie, der überhaupt so viel Zeit in dieses Lust- und Sexualität- und Partnerschaftsthema rein investiert, der wirklich guckt, dass er eine Beziehung hat, die ihn nährt, deren Leben oder die ein Leben lebt, was sie erfüllt. Und in diesem Sinne, dass ich gucke jetzt nochmal, es kamen, glaube ich, keine Fragen mehr von euch rein. Sind das nochmal die Sachen, die ich da reingeben möchte? Es fängt alles an mit deiner Entscheidung. Wenn du dich entscheiden möchtest, bis einschließlich heute Abend, bist du herzlich eingeladen, auch darüber hinaus natürlich, aber du bist eingeladen, ins Mentoring reinzukommen. Das bietet dir Menschen, die erlauben und dich motivieren, groß zu denken. Es bietet dir ein Lernumfeld. Es bietet dir Tools, mehr in den Körper und in deine Lust zu kommen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, dich dabei zu haben. Freiheit, Achtsamkeit, Offenheit und Freude. Und mehr Freiheit, Achtsamkeit, Offenheit und Freude und ein tolles, erfülltes Beziehungs- und Sexleben für dich zu erschaffen. Denn das geht. Es fängt an mit deiner Entscheidung. Es fängt an da drin, dich nicht von deinen Ängsten zurückhalten zu lassen. Und es fängt an damit, dir ein großartiges Lernbiotop, das ist Teil von der Selbstverantwortung, das ist Teil von diesem, ich gehe in meine Kraft, heißt, ich umgebe mich auch mit Menschen, die mich in meiner Kraft haben wollen, die nicht angehaftet sind an irgendwelche alten Bilder und Geschichten, die ich über mich habe oder die sie über mich haben. Und die Lust haben, gemeinsam diese Shifts zu machen. Das war mein Input, den ich dir noch geben wollte. Go for it. Ich möchte gerne, ich habe heute eine sinnliche und sexuelle Energie gefühlt, als ich meinen Kater gestreichelt habe. Das hat mich erstmal erschreckt und ich möchte das Gefühl generell in meinem Leben fühlen können, als Wegweiser für ein lustvolles Leben. Ja, Claudia. Und wenn du anfängst, deine Sexualität zu fühlen, dann wird sich dein Leben verändern, aber zum Positiven. Du gibst dich nicht mehr mit einem Job zufrieden, der dich nicht befriedigt. Du gibst dich nicht mehr zufrieden mit einer Partnerschaft, die dich nicht befriedigt. Du gibst dich nicht mehr zufrieden mit allem Möglichen, was dich nicht glücklich macht und befriedigt. Und das ist das Geschenk von sexueller Energie. Und es kann erschreckend sein. Die meisten Menschen haben wahnsinnige Angst vor ihrer Sexualität, weil dann die Angst ist, die dann sagt, oh, aber was passiert dann und was denken dann die Leute und was passiert? Ja, aber es ist möglich und ihr seid alle hier in dieser Challenge gewesen, um euch mehr mit eurer Lust zu verbinden. Und ich möchte, dass ihr dieses Feuer weitertragt, das Feuer eurer Lust, das Feuer eurer Neugier. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, euch im Mentoring dabei zu haben, wenn du hier bist, weil dann heißt das einfach, dass du für das Thema brennst. Ich kann dir versprechen, es ist ein tolles Umfeld. Und ansonsten, auch wenn du nicht mit mir arbeitest, such dir Mentoren, such dir Lernorte und kultivier das. So, und das war mein kleiner Input, den ich noch geben wollte heute Abend. Ich habe jetzt noch gleich einen kurzen Termin, deswegen möchte ich gerne, ne, wenn du noch Fragen hast, melde dich beim Team auch für eure Feedbacks. Und uns haben schon so viele Feedbacks zur Challenge erreicht und auch so viele Fragen. Wir werden noch mal mehr Infos auch rausgeben, was es noch für Möglichkeiten gibt, mit uns zu arbeiten. Aber an der Stelle für jetzt und für nächsten Montag ist es das Mentoring, was gerade ansteht und wo es die Vision gibt und den Wunsch und die Einladung, dich, euch gerne mit dabei zu haben, wenn du in der Tiefe was verändern möchtest, weil das wird passieren. Bis dann, einen wunderschönen Abend.